Hallo liebe Freunde zum Lick Nummer 5. Diese Woche in Moll, letzte Woche waren wir in Dur. Ein kleines Lick heute in A-Moll am 12. Bund. Langsam. In der ersten Lage wäre es A-Moll. Und hier unten. Ich habe ein paar Chords vorbereitet über A, F, D und G. Und werde ich mal zeigen, wie man dieses kleine Lick einsetzen kann. Vorwärts, rückwärts, in verschiedenen Variationen und es somit sehr schnell in sein Spiel einbauen kann. Also, lasst uns losrocken. Man kann es in verschiedenen Variationen spielen. Einmal runter. Man kann den Akkord aber auch hochspielen. Wichtig dabei, wenn es so ein bisschen neoklassisch klingen soll, sind dann eben die ganz wichtigen Noten. Das Gis. Ich persönlich habe mich sehr, sehr schwer getan beim ersten Mal, als mein Gitarrenlehrer mir das damals gezeigt hat und gesagt hat, nein, du sollst nicht mehr spielen. Sondern, und das klang so falsch für mich, bis ich den Kontext wirklich verstanden habe, nämlich dieses. Ah, dann macht er Sinn. Und dann verstand ich auf einmal, okay, das ist dieses barocke, klassische, und wenn man es dann in der richtigen, im richtigen Moment einsetzt, dann macht das Ding wirklich Sinn. Und ja, ist ein schönes kleines Lick, um ein Solo anzufangen oder in der Mitte, wenn man richtig Speed drauf hat, das schön auszuschmücken. Und ja, baut es in euer Spiel ein und habt Spaß damit. Wir sehen uns nächste Woche.